Herzlich willkommen, liebe Poker-Interessierten da draußen, zu einem kleinen Video-Update von mir, von eurem Jens Knosalla. Und ihr habt ihn gerade schon gesehen. Ja, wir sind bei der GCOP mittlerweile in Level Nummer 5, wie man unschwer dem Bildschirm entnehmen kann. Und es geht natürlich für den Sieger nicht nur um den größten Teil der ausgeschütteten 200.000 Euro. Nein, es geht hier auch natürlich hier um den GCOP Diamond, die großartige Trophäe, die es sonst bei keinem anderen Turnier gibt. Und wir schauen uns mal ein bisschen um, wer heute hier an Tag 1a so mit dabei ist. Ich kann aber auch schon dazu sagen, es hat auch schon ein paar große Namen erwischt, wie unter anderem Thomas Butzhammer. Ja, ist nicht mehr mit dabei. Und auch Gregor Reichert, der Mann, der vom Paschas finanziert wird, habe ich mir sagen lassen. Jetzt schauen wir aber mal, wer noch so mit dem Rennen ist und kommen hier gleich zu einem sehr interessanten Tisch. Denn hier sitzt noch, beziehungsweise hier sitzt eine der schönsten Frauen, glaube ich, im Turnier. Sie selbst nennt sich All for Mom. Online ist ihr Nickname aus Frankreich, aus Lyon. Hallo, how is it going so far? Was? How is it going so far? You are very good in the tournament? It's okay. How much chips? 40. Is your first time here in King's Casino? GCOP, yeah. First GCOP. First so GCOP. This is the biggest buy-in you ever played? Yeah. Here, yeah. Who is the hardest opponent here on this table? Oh my god, I say nothing about this. No. Okay, wir wünschen viel Glück. Ja, da lacht einer da hinten. Da lacht einer und da lacht, glaube ich, auch ein anderer. Nein, er lacht nicht. Matze Weigert übrigens hier vorne an dem Tisch. Man kennt ihn noch. Matze Weigert, guck mal. Taucht er einfach so wieder auf. Wir gehen mal weiter. Wir können nicht mit jedem sprechen. Es soll ja nur ein kurzes Live-Video-Update sein. Das ist natürlich ein Tisch, an dem kommt keiner vorbei. Ne? Mit Sebastian Langrock. Und mit Roman Zisik, die beide gerade in der Hand sind. Guckt euch das doch mal an. Günther Jauchsmuse, unser Sebastian Langrock, unser RTL Werbet-Millionär-Champion. In der Hand mit Roman the Reader, so nennt er sich selber, Zisik. Und Board liegt auch schon bereits. Ja, da kann ich natürlich nicht weg, da wird das Video-Update doch noch ein bisschen länger. Aber da müssen die Zuschauer doch Verständnis haben, oder? Wofür? Ja, dass das Video-Update jetzt ein bisschen länger wird, wenn hier so eine interessante Hand ist. Roman hat ein bisschen Alarm gemacht auf jeden Fall. Roman hat Alarm gemacht. Ja. Roman oder Sebastian, was ist das Feeling bei dir? Ich sag, Roman gewinnt die Hand. Roman gewinnt die Hand. Wir werden... Was sagst du? Ich bin gespannt, ich habe die Action nicht verfolgen können. Aber wir schauen uns das mal an. Board 5, 9, 10, 6 und die 3. 3 mal Karo. Somit Flush. Possible, wie ich das ja so gerne sage. Ja, und jetzt schauen wir uns das mal an. Auf dem River hier, die Bet von Roman. 5000 sind hier zu bringen. Auf dem Pot von, ja, ein bisschen mehr als 8000. Ja, was ist, Sebastian? Ja, das ist er, das ist er, das ist er. Tag 1a der GCOP und ihr seht schon, sie sind alle hier. Nach Vegas kommen sie alle wieder ran. Alle wollen es wissen. Und ich will jetzt wissen, was hier in der Hand passiert. Und er wird bezahlt bei Sebastian. Und es sind die Kings. Sebastian, seine Hand sehen wir leider jetzt hier nicht. Auch mit meinem Kommentar lässt aus ihm sich nichts rausprügeln. Was war's? Könige. König, genau. Wir gehen mal weiter. Ich sag ja, aber war nicht schlecht getippt, ne? War nicht schlecht getippt. Nochmal, die Straße gewinnt gegen die Millionäre. Die Straße gewinnt. Ja. Was willst du mal? Was meinst du? Was hat Sebastian da gehabt? Ich denke eine 10. Eine 10. Ich sag vielen lieben Dank und ja. Das war doch mal schon nicht schlecht. Auf www.kingspokernews.com gibt es alle Informationen und am Sonntag sind wir wieder live drauf. Da läuft hier nicht nur Tag 2, nein, es wird auch Cash Kings gezeigt. Ab 18 Uhr natürlich live auf www.cashkings.tv und am Montag natürlich mit dem ganz großen Finale. Wer wird GCOP Champion? Ist er vielleicht schon? Hier haben wir ihn vielleicht schon gezeigt. All das gibt's am Montag. Ich freue mich auf euch, euer Jens aus dem Kings Casino. Bis dann. Ciao.